So, ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video mit dem Thema: Sind Lithium-Akkus gefährlich? In dem heutigen Video geht es um eine Fernsehsendung bzw. ein Video, was ich auf YouTube gesehen habe vom BR24, also Bayerischen Rundfunk. Und dann ging es halt die Story: Sicherheitsprobleme, E-Autos Problem für die Feuerwehr. Da sollte eigentlich in diesem Video geklärt werden, ob es denn oder vielmehr, wie man Elektroautos löscht, was die Besonderheit im Umgang mit den Elektroautos ist. Eins möchte ich vorweg sagen, wenn ihr euch dieses Video da mal anschaut, das werde ich hier unten mal verlinken, da kommt auch das Thema Kinderarbeit in Bezug auf Lithium-Akkus zu sprechen. Und ich habe da schon mal ein Video drüber gedreht, das werde ich auch unten nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das auch nochmal mit anschauen, beziehungsweise das kann ich auch oben in die Infokarte setzen, dann könnt ihr euch das mal anschauen, was ich da schon drüber gebracht habe. Da ist eigentlich alles gesagt, deswegen möchte ich hier gar nicht mehr drauf eingehen. Es geht halt in diesen Filmen, über den ich jetzt hier halt so ein bisschen mal erzählen möchte, wie ich den aufgefasst habe. Ich will ihn nicht schlecht machen, um Gottes Willen. Also vorweg gesagt, dieses Video oder diesen Film, den der BR dort gebracht hat in der Rubrik Die Story, das ist wohl schon einer der besten Filme, den ich bis jetzt über dieses Thema gesehen habe. Also es ist nicht nur Bashing über Elektroautos. Ganz zu Anfang heißt es halt, dass die Reporter halt sehr intensiv recherchiert haben. Das kann ich an dieser Stelle insofern unterstreichen, dass die einzelnen Punkte, die sie angesprochen haben, wirklich sehr, ja, doch schon sehr genau war. Nur haben sie nicht alle was mit der Elektromobilität zu tun. Denn ganz zu Anfang, die beiden Reporter in ihrem Haushalt erstmal anfangen, alles zusammenzutragen, wo denn Lithium-Ionen-Akkus drin sind. Und sie tragen da Handys zusammen, Tablets, Smartphones, hier Laptops und ja, den Akku vom E-Bike und sogar ein Spielzeugauto. Also der Tisch, der war recht gut gefüllt, also war ein schöner kleiner Haufen drauf. Aber was heißt kleiner? Also ein ziemlich großer Haufen. Und sind halt auch Rasierapparate und sowas alles, wo eigentlich keiner so richtig hinguckt, von wegen, das ist ja auch ein Lithium-Ionen-Akku. Was mich ja sehr interessiert, weil ich mich auch schon seit über 40 Jahren mit der Sicherheit von Fahrzeugen beschäftige, beziehungsweise weil mich das Thema interessiert. Und da habe ich halt gedacht, dieses Video muss ich jetzt mal anschauen. Und wenn es um die Sicherheit geht, die halt ja, die Elektroautos anbelangt, beziehungsweise halt die Rettungskräfte, die an einen Unfallort kommen, wo ein Elektroauto involviert ist. Und das fand ich dann halt schon ein reizvolles Thema, dass ich es mir anschauen wollte. Und ich war am Anfang erstmal so ein bisschen skeptisch, na, was soll das werden, wenn ihr da die ganze Zeit die Handy-Akkus zeigt und wie damit umgegangen wird. Aber ich sag's mal so: Also ein Handy-Akku ist nicht gleichzusetzen mit dem Akku eines Elektroautos, weil der Handy-Akku besteht aus einer einzigen Zelle und der Akku eines Elektroautos aus mehreren Tausenden von diesen Zellen, entweder diesen Pouches, so wie sie in Handys drin sind, oder halt in diesen runden, ja, zylinderförmigen Akkuzellen. Und das Thema, was ich aber auch sehr interessant fand und was ich auch schon bei der Neuen Züricher Zeitung gelesen habe, dass nämlich zum einen immer weniger Smartphones retourniert werden, also das heißt wieder in den Recycling-Kreislauf reingehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich bis vor ein paar Tagen oder 2 Wochen ungefähr auch gehabt, dass ich alte Handys aufgehoben habe, weil ich gedacht habe, wenn jetzt eins kaputt geht, habe ich noch eins drauf Reserve. Jetzt ist mir beim Nachsehen aber aufgefallen, der eine Akku, der ist eh schon kaputt, also der fing schon an, sich aufzublasen. Und der musste eh weg, also zum Recyceln natürlich.
Und ja, mit den Handys kann man heute nicht mehr viel anfangen, weil die netztechnisch nicht mehr so ganz hinterherkommen. Also ging alles zum Recyclinghof. Und da geht dieser Film auch drauf ein, nämlich zu sagen, Leute, schmeißt diese Akkus nicht einfach in den Müll rein oder aber in den Recycling-Container, also in den gelbe Tonne oder so, was ihr je nachdem da zu Hause rumliegen habt. Oder halt in den Container auf dem Recyclinghof, wo Elektronikgeräte reinkommen. Da haben diese Geräte, wenn der Akku fest verlötet ist oder aber der Akku selbst nichts drin zu suchen. Und da gibt es dann halt die Möglichkeit, halt auf dem Recyclinghof zu sagen, hier, ich habe meine den alten Rasierapparat, da ist ein Lithium-Akku drin, das Ding ist kaputt. Dann nehmen die euch das Teil ab und dann wird dieser Akku separat rausgenommen und halt dem Recycling zugeführt. Weil die Problematik ist nämlich, und da gibt es ja auch viele Videos, die halt im Internet zu sehen sind, dass halt eine Beschädigung des Akkus beziehungsweise halt ein Kurzschluss am Akku halt wirklich zum Brand führen kann. Und wenn ihr jetzt sowas einfach in einen Metallcontainer beispielsweise reinschmeißen würdet, weil da halt Recycling drin ist, dann könnte es passieren, dass der nächste da irgendwie eine dicke Stange reinschmeißt, die trifft den Akku und es gibt dann erstmal einen Kurzschluss und es fängt an zu brennen in dem Ding. Und das war nämlich auch noch ein Artikel der Neuen Zürcher Zeitung, dass es halt immer häufiger bei Recyclinghöfen bzw. Recyclingfirmen zu Bränden kommt, weil halt diese Akkus falsch zurückgegeben werden. Und zwar falsch in Anführungsstrichen, es ist toll, dass sie zum Recycling kommen, aber sie müssen halt gesondert abgeführt werden. Und das war halt auf diesen oder in diesem Film auch zu sehen, dass halt auf dem Recyclinghof bereits beschädigte Akkus oder die halt aufgequollen sind, die fangen dann halt irgendwann an, dick zu werden. Die werden halt gesondert transportiert in bestimmten Behältnissen, wo halt eine feuerfeste Substanz drin ist, irgend so ein Substrat ist das, wo die reingelegt werden, so dass, wenn da jetzt einer brennen würde, würde das Feuer nicht übergehen und könnte halt nicht diesen ganzen Container entzünden. Also da ist schon eine gewisse Gefahr dabei, dass halt ja dieses Recycling in die Hose gehen könnte, sozusagen. Die Frage ist dann halt auch gewesen in diesem Video, wie gefährlich sind eigentlich Lithium-Akkus? Und da kam eigentlich die einhellige Meinung von allen Befragten, ob das Feuerwehr war oder auch von der Universität Leute, die halt dran geforscht haben, dass es halt, dass eigentlich die Akkus nicht gefährlich sind. Es ist nur der Umgang, wie man damit umgeht, oder aber wenn halt die Elektronik, die vor dem Akku sitzt und den Akku beispielsweise lädt oder entlädt, wenn die defekt ist, dann kann es halt zu einem gefährlichen Akku kommen sozusagen. Oder aber wenn der Akku halt beschädigt wird. Und das ist dann ganz klar rausgekommen. Die müssen halt erstmal beschädigt werden, dass da überhaupt eine Gefahr von dem Akku ausgeht. Es kam dann halt auch irgendwann endlich mal zum richtigen Thema, also weg vom Handy-Akku zu dem eigentlichen Thema, wo dann halt der Kreisbrandrat Rosenheim befragt wurde, oder zumindest ein Mann davon. Ich weiß nicht, ob der jetzt selber war oder wie auch immer. Ihr könnt euch das ja nochmal anschauen. Dann kam halt auch wirklich die Meinung raus, also es kann halt nur durch Überhitzung, weil irgendeine Steuerelektronik defekt ist, das Ladegerät defekt ist oder sonst irgendwas halt zu einer Störung im Akku kommen, die zu einem Brand führen kann. Da wurde dann aber auch wieder, und das ist leider immer das, was ich so ein bisschen bemängel, Leute, wenn ihr schon recherchiert, dann recherchiert bitte mal richtig. In diesem Video sind, ich glaube, drei Autos waren es gezeigt worden, die gebrannt haben, drei Elektroautos. Wohlgemerkt drei, und von dem dritten sozusagen oder von dem ersten, was da im Video kam, hatte ich persönlich noch nichts gehört. Also da brannte wohl ein Street-Scooter aus. Nur wenn man hingehört hat, hat man auch gehört, nicht der Akku hat Feuer gefangen, sondern irgendetwas anderes an dem Fahrzeug. Da kann es halt zu einem Kurzschluss gekommen sein. Und ja, von so einem Street-Scooter bleibt nicht viel über. Da bleibt das Gerippe stehen, weil der hat eine Kunststoffkarosserie. So, und wenn die Feuer fängt, könnt ihr euch vorstellen, die brennt wie Zunder. Und da ist halt die ganze Inneneinrichtung abgebrannt und unter den Sitzen hat halt der Street Scooter sein Akkupaket sitzen.
Und wenn es darüber brennt, ist klar, dann kommt es zu einer großen Hitzeentwicklung. Die Schwierigkeit dabei war, und das haben sie leider dann auch falsch berichtet, sie haben dann halt auch noch diesen neulich abgebrannten niederländischen Tesla Model S gebracht. Den mussten sie halt in ein Wasserbad eintauchen, um den Akku zu kühlen. Da war jetzt das Problem, wir reden hier von zweierlei Paar Sachen oder von dreierlei Paar Sachen. Zum einen hat der Akku gebrannt oder das Fahrzeug gebrannt. Und wenn das Fahrzeug gebrannt hat, musste man da jetzt noch großartig kühlen oder war das ein kleiner Brand? Man konnte ihn recht schnell beherrschen oder nicht. Hier war es halt so, dass der Street Scooter, der musste wohl runtergekühlt werden. Das hat wohl richtig lange gedauert, bis sie ihn auch gelöscht haben. Und es kam dann allerdings der Kommentar von der Hintergrundstimme, die dann hieß, von wegen zum Löschen eines Elektroautos braucht man Spezialequipment. Und da wurde dann halt eine Wärmebildkamera gezeigt. Also liebe Leute, recherchiert mal richtig oder fragt die Feuerwehr, weil diese Wärmebildkameras gehört zur Standardausrüstung der Feuerwehr in Deutschland. Weil selbst wenn ein Verbrennerauto brennt, wird damit gemessen, ob noch irgendwelche Glutnester sind oder ob sich das Auto wieder erhitzen kann. Weil im Gegensatz zum Elektroauto werden nämlich Verbrennerfahrzeuge durch Kraftstoff angetrieben. Und wenn der brennt, muss man den ersticken. Und dafür hat die Feuerwehr halt den Schaum und kann damit halt den Sauerstoff entziehen und es hört auf zu brennen. Aber darunter kann es immer noch glühen. Deswegen wird dann halt mit Wasser auch nachgekühlt. Jetzt gehen wir wieder zurück zu diesem Tesla Model S aus den Niederlanden, der da halt dann halt in ein Bad oder in einen Container versenkt wurde, der voll gefüllt war mit Wasser. Und da hieß es dann halt hinterher von wegen, ja, das Wasser ist Sondermüll, das ist kontaminiert und das kann man nicht wieder abgeben. Da hätte man dazu sagen müssen, dass nicht der Akku, der ja gar nicht gebrannt hat, zur Kontamination des Wassers geführt hat, sondern die vorher in Brand geratene Klimaanlage. Denn da ist nämlich ein Teufelszeug drin. R1234YF heißt das Zeug. Das Problem ist nämlich dabei, dass dieses Kältemittel hoch entflammbar ist. Und da reicht also schon eine Wärmequelle aus, da muss kein Funke fliegen oder sonst irgendwas, dass dieses Zeug brennt. Das heißt also, ich brauche nur eine heiße Fahrzeugbremse, einen heißen Motor, einen heißen Auspuff und eine, wie auch immer, undichte Kältemittelleitung. Und das, was da ausströmt, entflammt sofort und setzt halt das Fahrzeug in Flamme. Das Schlimme dabei ist, was bei diesem Tesla halt passiert ist, und das ist nicht der erste Brand mit diesem Kältemittel, also ich vermute mal auch, dass von diesen täglich 64 brennenden Verbrennerautos hier in Deutschland, dass die meisten Brände halt durch nicht durch den Kraftstoff selbst entstehen, sondern durch irgendwelche anderen Einwirkungen. Dieses Teufelszeug hat noch eine Eigenschaft, wenn es nämlich mit Wasser in Berührung kommt, entsteht Flusssäure. Und diese Säure kann man nicht einfach wieder aus dem Wasser raussaugen. Dafür gibt es kein Filtermittel, was oder keine Filtertechnik, die dieses Giftzeug da wieder rauskriegt. Insofern ist nämlich das Wasser, wo der Tesla eingetaucht wurde, weil halt der Akku zu heiß war, was auch ein korrektes Verhalten in dem Moment ist, ist halt dieses Wasser verseucht worden, aber nicht durch den Akku, sondern durch das Kältemittel R1234YF. Ja, so dieses ganze Video, wenn ich da jetzt so ein kleines Fazit ziehen sollte, es ist sehr aufschlussreich gewesen, dieser Film, der dort gebracht wurde, und ich fand ihn auch wirklich gut gemacht, aber die Überschrift war vielleicht nicht ganz passend. Andersrum, wie ich schon gesagt hatte, wenn es heißen würde, von wegen, wie gefährlich sind Handy-Akkus oder Lithium-Akkus in Handys, Laptops oder wie auch immer, den Film hätte sich keiner angeguckt. Aber wenn es um brennende Elektroautos geht, da guckt jeder hin. Das Problem ist aber, es gucken sich leider auch Leute dieses Video an, die sich gerade entschieden haben, vielleicht einen VW e-Drive zu bestellen oder ihn schon bestellt haben. Und die werden jetzt auch denken, oh nein, das ist ja viel zu gefährlich, wir stornieren die Bestellung. Dann bleibt VW irgendwo auf sein Auto sitzen. Vielleicht ist das auch gewollt, man weiß es nicht. Mercedes, Audi, BMW, Porsche, die kommen ja alle oder sind jetzt rausgekommen mit ihren Elektroautos. Und mal ganz ehrlich gesagt, BR, ihr habt also, das ist ja Bayerischer Rundfunk, ihr habt zwei Automobilhersteller bei euch, nämlich BMW und Audi, zumindest von den großen. Und da solltet ihr mal überlegen, ob ihr denen gerade einen Gefallen damit tut, wenn ihr eine solche Sendung rausbringt. Was auch noch mysteriös war, als ich gestern dieses Video gesehen habe, habe ich dann halt angefangen, hier meinen Text ein bisschen zusammenzuschreiben.
um halt so einen Ablaufplan zu haben. Und mit einmal waren die Kommentare gelöscht. Und da hatte ich also schon wüste Kommentare bekommen. Am Anfang waren es wirklich sehr produktive Kommentare. Und dann fingen sie halt auch beleidigend an, wobei die Leute sich selbst beleidigt als doof bezeichnet haben oder sonst was. Was ich ganz schlimm fand, ist dann halt ein Kommentar gewesen, der da hieß von wegen, lass die Idioten doch ihre Autos fahren, dann sollen sie doch in ihren brennenden Autos verrecken, so ungefähr. Man dürfte ja ein Elektroauto nicht anfassen, es würde unter Strom stehen. Sorry Leute, aber ihr lauft mit einem Handy in der Tasche rum, ihr lauft mit einem Laptop, mit einem Tablet rum, ihr rasiert euch morgens mit wahrscheinlich einem elektrischen Nassrasierer, wo ein Lithium-Akku drin ist. Steht ja auch unter Strom oder wie? Also das ist absoluter Blödsinn. Was auch noch herauskam, war der Mann von der Feuerwehr, der berichtete dann halt von den Rettungskarten. Die werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Einige von euch haben die auch schon in ihren Fahrzeugen drin. Da steht halt drin, wo die Feuerwehr sozusagen ein Auto aufschneiden darf und wo nicht, weil es gibt halt pyrotechnische Einrichtungen für die Airbags beispielsweise, für den Gurtstraffer oder aber bei Elektroautos halt die Hochvoltleitung, dass man da nicht mit der Schere durchgeht, ist natürlich klar. Also nicht mit dieser Rettungsschere, mit dieser Druckluftschere oder Hydraulikschere vielmehr, dass man damit nicht durchgeht. Das war halt der Punkt und da war dann halt im Gespräch, also dass es den VW Golf mit 30 unterschiedlichen Verlegungen von den Kabeln geht oder gibt und das ist halt für die Feuerwehr unwahrscheinlich schwierig. So, jetzt weiß man aber nicht, wie viele Elektro-Golfs haben die gehabt, aus wie vielen Generationen. Es sind glaube ich schon 2 oder 3 Generationen mittlerweile, wo es halt Hybride und rein elektrischen Golf gibt. Da sind halt 30 Varianten, sind wirklich viel. Was in diesem Video aber auch noch rauskam und das fand ich halt auch wieder ganz gut, zum einen halt Leute, recycelt diese Akkus, die ihr alle zu Hause habt, wenn ihr ein altes Handy habt, wenn ihr ein alten Tablet habt oder Laptop oder was auch immer, Rasierapparat, elektrische Zahnbürste, bringt die gesondert zum Recyclinghof und lasst dort diese Akkus gesondert recyceln. Das Recyceln ist sehr aufwendig, noch ist das halt nicht so einfach, gerade durch diese Brandgefahr, die da entstehen kann. Was auch herauskam, ist halt, dass Elektroautos und die Akkus, die da drin sind, crash-sicherer sind, als eigentlich immer behauptet wurde. Und man hat halt den aktuellen Dekra-Test, Crash-Test gezeigt, wo man 2 Nissan Leaf gegen einen Pfahl gefahren hat. Und das mit überhöhter Geschwindigkeit, also nicht irgendwie mit 40, 50 Stundenkilometer, sondern es waren, glaube ich, habe ich es aufgeschrieben? Nee, habe ich nicht. Ich bin der Meinung, es waren 68 Stundenkilometer, wird in dem Video aber auch nochmal gezeigt. Und der Akku hat kein Feuer gefangen. Er hat sich auch nicht irgendwie erhitzt oder sonst irgendwas, gar nichts. Und man muss noch eins sagen, es ist seit, ich weiß nicht genau, wann es war, Mitte der 1990er Jahre waren es, glaube ich, gibt es eine Pflicht für automatische Abschalteinrichtungen bei Fahrzeugen, die halt einen Crash haben. Also da ist ein Crash-Sensor verbaut, beziehungsweise wenn ein Airbag heute ausgelöst wird, dann unterbricht er halt auch die Energiezufuhr oder die Zündung halt beim Verbrennerfahrzeug. Und beim Elektrofahrzeug ist es so, dass halt die Stromversorgung der Hochvoltbatterie zum Antriebsstrang halt vom Akku aus gesehen unterbrochen wird. Ich glaube, bei Tesla sind kleine Sprengladungen drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Andere Hersteller machen das anders. Zumindest gibt es eine Abschaltvorrichtung. Man kann auch Verbrennerfahrzeuge nicht mehr starten, wenn der Airbag ausgelöst ist. Da gibt es halt diese Abschaltfunktion. Und genauso ist es beim Elektrofahrzeug. Da ist keine Hochvoltspannung auf der Karosserie drauf oder sonst irgendwas. Da ist alles abgeschaltet. Und es gibt auch Trennstellen für die Hochvoltleitung, womit man das nachträglich nochmal kappen kann. Dass da wirklich nichts passiert, wenn der Airbag noch nicht ausgelöst ist. Das Fahrzeug brennt beispielsweise. Gibt es bestimmte Stellen am Fahrzeug. Da weiß wiederum die Feuerwehr mit den Rettungskarten Bescheid. So, das soll es jetzt auch schon gewesen sein für heute von diesem Video. Schreibt mal in die Kommentare unter diesem Video, was ihr von diesem Film vom BR denn gehalten habt, sofern ihr euch den mal angeschaut habt. Und ja, das soll es dann gewesen sein für heute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.